Mission 5 bringt uns wieder nach Europa, genauer gesagt die Küste Spaniens, wo wir ein letztes Mal den Römern und Wikingern entgegentreten müssen. Laut Kartenbeschreibung sollen wir nur Rom erobern, welches sich topografisch korrekt in Italien befindet. In Wirklichkeit müssen wir aber auch die Wikinger besiegen, welche den Bereich Finnland-Westrussland besiedeln. Der nördliche Berg enthält alle Rohstoffe, allerdings sind Gold und insbesondere Steine hier ziemlich knapp. Im Süden findet ihr weitere Steine, Kohle und Gold, aber langfristig werden wir auf die Bodenschätze in den Alpen zurückgreifen müssen, wozu wir wiederum erstmal die Römer besiegen müssen. Südlich eurer Position befindet sich außerdem eine Insel mit jeder Menge Steinen zum Abbauen und die Idee war vermutlich, dass ihr hier einen Hafen errichten und die Steine exportieren sollt. Der nötige Aufwand ist es aber nicht wert, dafür ist die Insel prädestiniert für einen S-Turm und spätestens, wenn ihr wirklich eure Steine von hier holen solltet, wäre es dumm, hier keinen Turm zu bauen. Und damit kommen wir auch schon zu meiner empfohlenen Strategie. Nutzt eine eurer Startfähren, um die nötigen Rohstoffe und Siedler auf die Insel zu bringen, baut dort einen S-Turm und schiebt dann eine ruhige Kugel. Die Römer und Wikinger könnten später versuchen, euer Gebiet zu siedeln, aber auch dabei sind sie nicht sehr aggressiv und mit ein paar Schwertkämpfern oder Förstern könnt ihr dies unterbinden. Die Grenze Spanien-Frankreich eignet sich gut, um euer Gebiet abzugrenzen. Alles andere ist den Stress nicht wert. Ich glaube, dass die Maya-Kampagne und insbesondere diese Mission gegen Ende der Entwicklungszeit der Mission-CD entstanden ist. Das Skript setzt nur das verrottete trojanische Pferd in Rom und ist ansonsten nicht vorhanden. Die Siegbedingung funktioniert nicht wie beschrieben, ein großer Teil der Map-Fläche ist völlig ungenutzt und auch die Schwierigkeit schreit nach Alpha-Stadium. Die Römer sind dabei nicht mehr das Problem, ihre Angriffe solltet ihr problemlos abwehren können. Schlimm wird es, wenn die Wikinger kommen, denn die starten einfach mal mit 400 Soldaten und werden auch mit gefühlt jedem einzelnen davon anrücken. Auf normal kamen sie nach einer Stunde, wobei das mangels Skript nicht zwingend immer so laufen wird. Aber so großzügig unsere Startvorgaben, insbesondere in Sachen Siedler, Werkzeug und Nahrung auch ist, halte ich es doch für unrealistisch, so schnell eine derart mächtige Verteidigung aufzubauen. Wie ihr es auch macht, sobald alle Türme erobert wurden, ist die Standardsiegbedingung erfüllt und die Maya-Kampagne beendet.